Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Asklepios informiert. Wir sind heute an der Asklepios Orthopädischen Klinik in Lindenlohe und wollen Ihnen den Standort etwas näher vorstellen. Unseren Rundgang, den beginnen wir im Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung bei Chefarzt Professor Dr. Heiko Greichen. Vor 5 Tagen hat Siegfried Lange ein neues Kniegelenk erhalten. Er ist froh, diesen Schritt endlich gemacht zu haben. Viel zu lange haben ihn im Vorfeld Schmerzen gequält. Das tat schon beim Schlafen weh, beim längeren Gehen. Ich schleppe schon 15 Jahre mit mir rum. Es wurde Zeit. Ich hatte das Vorgespräch mit Professor Greichen und ich habe gefragt, wer mich operiert. Sagt er, wenn Sie wollen, mache ich das. Ich sage, das ist in Ordnung. Wenn ich schon ganz oben bin, dann nehmen wir das. Und es hat geklappt. Keine Beschwerden. Chefarzt Professor Dr. Heiko Greichen ist mit seinem Patienten zufrieden. Die Wunde verheilt gut und auch die Beweglichkeit des neuen Kniegelenks ist nach dieser kurzen Zeit schon gut. Mehr als 1000 Patienten erhalten hier pro Jahr im Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung an der Asklepios-Klinik in Lindenlohe ein künstliches Gelenk. So ist gut, ja. Und jetzt morgen schon nach Hause? Nein, heute, oder was? Endoprothesenzentrum heißt, dass wir sozusagen ein zertifiziertes Zentrum für Endoprothetik sind. Dazu müssen Sie eine gewisse Menge machen, eine gewisse Qualität machen und werden jährlich überprüft. Das sind wir jetzt zum zweiten Mal schon überprüft worden. Also hier sammeln wir sozusagen im Zentrum alle künstlichen Gelenke, Knie, Hüfte, Schulter, Erstoperation, Wechseloperation, all diese Sachen. Bei Chefarzt Professor Dr. Heiko Greichen und seinem Team steht dabei Qualität an erster Stelle. Sowohl vor als auch nach der Operation werden die Patienten von den Spezialisten betreut. Es finden zahlreiche Untersuchungen und Gespräche statt. Dann sprechen wir das ganze Thema einfach durch. Wie sieht die Operation aus? Was gibt es an Möglichkeiten an Operationen, Nachbehandlung? Wie lang fällt er aus im Beruf oder privat beim Sport? Was kann er hinterher überhaupt alles wieder machen? Auch da muss man ja manchmal so mit dem Patienten ein bisschen Wunsch und Realität so ein bisschen diskutieren. Weil ein künstliches Gelenk ist zwar eine gute Lösung für Schmerzfreiheit und wieder bessere Aktivität im Leben, aber es ist nicht so, dass alles so ist wie mit 20. Ja, es ist halt doch ein Ersatzteil. Für Siegfried Lange ist alles gut verlaufen. In ein paar Jahren wird er auch das zweite Kniegelenk durch ein künstliches ersetzen lassen. Wieder hier am Endoprothetikzentrum an der Asklepios-Klinik in Lindenlohe. Langes Sitzen, mangelnde Bewegung, eine schlechte Haltung oder Fehlbelastung im Beruf. Das alles können Ursachen für Rückenschmerzen sein. Und während die Schmerzen bei einigen schnell vergehen, können sie sich bei anderen hartnäckig halten oder sogar mit ernsthaften Krankheiten verbunden sein. Hier am Wirbelsäulenzentrum Oberpfalz an der Asklepios-Klinik in Lindenlohe ist man auf sämtliche Krankheiten dieser Art spezialisiert. Rückenschmerzen sind inzwischen zu einer wahren Volkskrankheit geworden. Am Wirbelsäulenzentrum Oberpfalz an der Asklepios-Klinik Lindenlohe finden die Betroffenen Hilfe. Die Spezialisten um Chefarzt Dr. Konstantinos Kavschitzas diagnostizieren und behandeln Leiden der gesamten Wirbelsäule. Das Behandlungsspektrum reicht dabei von konservativer Therapie bis hin zur Operation. Die Wirbelsäule ist ein heikles Thema. Man möchte ja nicht sofort an der Wirbelsäule operiert werden. Wir sind ja auch nicht ausgerichtet, nur operativ ausgerichtet. Natürlich können wir das operative Spektrum im Bereich der gesamten Wirbelsäule halt anbieten. Aber natürlich möchten wir auch, wenn es geht, Operationen vermeiden. Weil Operationen im Bereich der Wirbelsäule oder im Allgemeinen Operationen sind etwas, was die Patienten das ganze Leben verfolgt. Wichtig für eine optimale und erfolgreiche Behandlung ist eine genaue Diagnose. An der Asklepios Orthopädischen Klinik Lindenlohe arbeiten daher Spezialisten der verschiedenen Fachbereiche zusammen. So können alle Krankheitsbilder umfassend behandelt werden, die genaue Herkunft der Schmerzen lokalisiert werden. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir hier auch die Möglichkeit haben, im Rahmen des Wirbelsäulenzentrums auch die Kompetenz des Endoprothesenzentrums aufzugreifen, wo wir dann auch diese Statik in einem interdisziplinären
Sinn sehen können, beurteilen können und entsprechend behandeln können. Das ist auch sehr wichtig, weil im Endeffekt ist es so, dass jede Knieproblematik auch auf die Wirbelsäule sich projizieren kann. Lässt sich eine Operation nicht vermeiden, kommen mikrochirurgische und minimalinvasive Methoden zum Einsatz. Beispielsweise bei Skoliosen bei Kindern, dem Ersatz von erkrankten Bandscheiben oder degenerativen Erkrankungen. Nach einer Wirbelsäulen-OP werden die Patienten an der orthopädischen Klinik Lindenlohe von Physiotherapeuten direkt bei ihren ersten Bewegungen betreut. Eine Reha schließt sich an. Ein weiterer Behandlungsschwerpunkt an der Asklepios Orthopädischen Klinik in Lindenlohe ist der Bereich Sportmedizin und Unfallchirurgie. Das Team um den leitenden Arzt Dr. Jörg Speer sorgt mit modernen Therapiemethoden dafür, dass die Patienten schnellstmöglich wieder auf die Beine kommen. Die häufigsten Sportverletzungen, die die Ärzte in Lindenlohe behandeln, sind Kapsel- oder Bandverletzungen an den Gelenken sowie Knorpelschäden, vor allem im Knie- und Schulterbereich. Dr. Jörg Speer erklärt, dass man einigen Sportunfällen doch gut vorbeugen könnte. Indem man zunächst mal einen sportmedizinischen Check-up durchführen lässt, vor Aufnahme der sportlichen Tätigkeit, sofern man bislang überhaupt noch nichts gemacht hat. Logischerweise wäre es dann sinnvoll, ein geführtes Training zunächst aufzunehmen, indem man sich anleiten lässt, zusätzlich ergänzt durch Krafttraining oder Dehnen, sich die richtige Ausrüstung besorgt, ergänzend vielleicht auch noch die richtige Ernährung oder Überernährung grundsätzlich was lernt im Rahmen der sportlichen Tätigkeit. Und kommt es doch zur Sportverletzung, empfehlen Mediziner die Pechregel. P wie Pause machen, E wie Eis auflegen, C wie Kompression und H wie Hochlagern. Auch Unfälle werden an der Asklepios Klinik Lindenlohe versorgt. Dieser Patient ist ausgerutscht, musste am Sprunggelenk und an der Schulter operiert werden. Dr. Speer schaut sich die Wunde an. Alles ist gut verheilt und der Patient hat keine Schmerzen. Behandelt werden Schürfwunden genauso wie komplizierte Frakturen. Der Patient kommt in die Notaufnahme und wird vom diensthabenden Arzt untersucht. Der Untersuchungsgang läuft im Regelfall so ab, dass man zunächst eine genaue Anamnese erhebt, sofern das beim Patienten möglich ist. Dann wird eine ausführliche körperliche Untersuchung durchgeführt, vor allem mit Augenmerk auf die verletzte Region. Und anschließend kommt die apparative Diagnostik. Das kann eine Ultraschalluntersuchung sein. Das wird auf jeden Fall ein konventionelles Röntgen sein in zwei Ebenen. Und abhängig davon wird man dann entweder eine Kernspintomographie durchführen, wenn die Fragestellung eher die ist, dass es um die Weichteilverletzungen geht. Wenn es um komplizierte Mehrfachknochenbrüche geht, dann wird man in dieses neu eingerichtete CT, wie wir hier sehen, reingeschoben und kann dann danach eine ausführliche Frakturdiagnostik dann durchführen. Und nach einer Operation kann direkt in Lindenlohe dann auch mit physiotherapeutischen Maßnahmen begonnen werden. Sportorthopädie und Unfallchirurgie laufen hier auf höchstem Niveau. Als Olympiastützpunkt Bayern versorgt die Klinik Spitzensportler genauso wie Alltagsverletzungen. Wenn Menschen kurz vor einer Operation stehen, dann haben viele von ihnen mehr Angst vor der Narkose und vor den Schmerzen nach der Operation als vor der Operation selbst. Doch diese Ängste, die sind unbegründet, denn hier an der Asklepios Klinik in Lindenlohe arbeiten die Spezialisten fachübergreifend im Bereich der Schmerztherapie zusammen. Über 4000 Voll- und Teilnarkosen gibt es im Jahr an der Asklepios Klinik in Lindenlohe. Dabei nutzen die Spezialisten moderne Verfahren der Anästhesie. Denn auch sie wissen, was 2010 eine Studie in Bochum bestätigt hat. 2/3 aller Patienten haben Angst vor einer Operation oder vor dem Schmerz danach. Da muss man natürlich speziell darauf auch eingehen. Und wir hier in der Klinik oder überhaupt auch in der Anästhesie machen es so, dass wir mit dem Patienten vorher ein Gespräch führen, ein ausführliches Gespräch führen, mit dem Patienten das ganze Vorgehen besprechen und dann versuchen, ihm die Angst zu nehmen. Jeder Patient wird in der Asklepios Klinik Lindenlohe von seiner Aufnahme bis zur Entlassung vom hauseigenen Akutschmerzdienst betreut und begleitet. Also es ist in der Orthopädie ein ganz, ganz großes Thema. Der postoperative Schmerz, es wird an Knochen operiert, das ist also eigentlich Maximalschmerz. Von daher sind wir von der Anästhesie
in der Orthopädie speziell geschult darauf, dass wir lokal Schmerzen nehmen. Lokal heißt, dass wir Nerven betäuben. Also wir legen an die Nerven direkt Katheter ran, sonogesteuert, also ultraschallgesteuert, und betäuben dann ganz gezielt die Regionen, die Schmerzen verursachen. Diese Schmerzkatheter kamen auch bei Siegfried Lange nach seiner Operation zum Einsatz. Er hat ein neues Kniegelenk erhalten. Einwandfrei mit dieser Schmerztherapie, das kannte ich noch gar nicht, weil früher hat man einen ganz weggebeamt und das Bein war schmerzfrei. Auch hinterher, wie die Narkose nachließ. Einwandfrei. Die Asklepios-Klinik Lindenlohe beteiligt sich außerdem am Projekt QIPS. Ziel der Initiative ist es, die postoperative Schmerztherapie zu verbessern. Das Anästhesie-Team ermittelt nach einer Operation, wie stark die Patienten Schmerzen haben oder wie gut sie die Operation vertragen haben. Diese Daten werden dann im QIPS-System anonym ausgewertet. Die Ergebnisse helfen der Klinik dann dabei, Verbesserungspotenzial schnell zu erkennen und sich stetig weiterzuentwickeln, zum Wohle der Patienten. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sondersendung Asklepios informiert angelangt. Falls Sie sich den ein oder anderen Beitrag jetzt noch einmal ansehen möchten, dann können Sie das bei uns auf der Homepage tun, unter tvaktuell.com in der Mediathek. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.